Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Arsch. Heute haben wir Schweine von unserem Zuchtstall zu unserem Mastställen bringen. Und zwar die Schweine, die mittlerweile schon 0,2 oder älter sind. Ne? Wir haben hier 0,1, 0,2. Wir fangen mit 0,2 an. Das sind nun teilweise schon 50 Kilo und ein bisschen mehr. Zwei Jahre nicht. Also die nicht. Ab hier. Das sind Sauentiere, also im Prinzip Muttertiere. Und die werden wir jetzt natürlich hier behalten. Ne? Wollen. So, jetzt schieben wir die rüber. Muss ich aufpassen, dass wirklich nur die Tiere rüberkommen, die wir auch wirklich mitnehmen wollen. Also 0,2 ist halt. Da fangen wir mit an und dann kommt nachher 0,1 und später zum Schluss 0,0. Gut, 0,0 schaffen wir nicht mehr. Wir haben jetzt, ja, also die Schweine sind genauso schwer wie die voll ausgewachsenen Tiere. Anhänger. Das stimmt so ganz nicht, aber gut, okay. Vielleicht geht es nicht anders. Okay, ist es, ne? Aber die werden auch als große Tiere angezeigt. Also normalerweise müsste der so sein, bei Ferkel und Vogel passen ja mehr rein. Ne? Also, aber gut, in dem Fall ist das vielleicht nicht möglich. So, Stall Nummer 2. Da kommt die rein. Und dann kommen um 3 die nächsten Tiere auf den Flach hoch. Also hier flach auf flach. Also, ab 0,5 Jahre werden sie verkauft. Ab 0,6, 0,7 gibt es bald die ersten Ferkel und ab würde ich nicht. Ich will keine prächtigen Sauen verkaufen. Ist immer noch kalt, der Boden kann man nicht bearbeiten. Aber der Flügel, der flügt immer noch, ne? Mal sehen, dass wir einen Stallkomplex in der Nähe der Schlachtung bauen, haben wir kurze Rege an. Futter fahren, dann ist ein Klacks. So. Rühren wir euch. Ja, 0,3 Jahre, dann ist es soweit, ne? In Anführungszeichen. Das heißt, es ist bald soweit. Also im Prinzip, jetzt haben wir Mitte Frühling. Aus dem Herbst ist es soweit. So, hier sind 0,6, das passt, wenn wir gleich verschieben. Die das sind männlichen Tiere, ne? Deutlich mehr wie die weiblichen. Leider haben wir da zum Anfang nicht sortiert. Hätte ich auch machen können. Aber ich denke mal, das ist in dem Falle. Stall Nummer 3 ist auch leer. Das heißt, dann fahren wir noch in die Richtung Nummer 4. Mal ganz kurz anschauen, ob wir da schon verkaufen können. 86. Ja, 0,5. Haben wir gesagt, 0,5 ist ja ideales Alter. Ohne halbes Jahr, mehr oder weniger. Nur Spezialfutter sein. Oder spezielle Zucht, ne? Drauf, jo. Dass wir noch einmal fahren müssen.
also schwarz, weiße und eine weiße. Auf so einem Schlachthof, ja, also mit anderen Sicht. Das haben sie ja nicht da, ne? Bei Trekking zum Beispiel. Ja, ich will verkehrt gefahren. Nö, gut, dann fahren wir hier. Abkürzung hier. Kann man auch noch was hinbauen, ne? Noch Platz. Operationstechnisch. Okay. Für hier Dünger machen oder Saatgut oder sowas. Dass hier kein Gegenverkehr kommt. Läuft Timer? Nö. Zeit? 07. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich gehe ganz schnell an die, 20. Oder länger, ne? So, nächsten. Ferkel holen. Das ist ja ein Schwung hier. Dann könnt ihr arbeiten. Haben wir jetzt heute die Feine weg haben? Also die ersten mal wieder soweit. Also 0,2, ja. Ups. Also 0,2. Das heißt nach dem Sommer. Was ich jetzt gerade habe, werden wir ein bisschen länger brauchen. Ne? Ein bisschen länger. Mal sehen, ein paar Schweine mitverkaufen. Also viel. Ist da? Weil Kühe viel Mist da wieder. Oh, hier ist viel, Mist. Also Futter. Das ist auch noch was tun. Aber Kollege Kastor macht ja eine Automatik-Tierfütterung für Kühe. Das heißt, da haben wir da, wenn es zwei fertig ist, alles läuft. Da schon mal eine Sorge weniger, ne? Mit Lager voll machen, einmal die Woche. Also. Jo. So. Die 0,0 würde ich später machen. Ich will mal die 0,1 haben. Das ist ein bisschen die Reihenfolge. 0,2, ne, 2,0 Jahre nicht. Weil. Das ist mir jetzt lieber, wenn ich ein bisschen 0,2 so ein bisschen sortiert kriegen, dass wir nämlich vom Gewicht her, dass wir nicht zu viele Unterschiede haben. 0,1 geht nicht anders. Das sind die nächsten, wie gesagt. Im Stall gehen rein 90. Das ist natürlich schon bald zu viel. So, 0,0 bleibt immer hier. Da kann man noch keine Zahl erkennen, das ist ungünstig. So 0,1. Muss ich nachher im anderen Stall rausnehmen und wieder rein. Bestätigen.
kann man auch nicht erkennen, wo die drin sind, ne? Also ungefähr 50 oder 45. Die 0,0 haben wir drin. Die werden wir dann später mal wegfahren. Den nächsten Stall rein, ne? So ein bisschen das alte Unterschied behalten, dass wir da durchblicken, ne, welcher Stall weggefahren ist, also der Inhalt, ne? Jetzt haben wir nachher auch durcheinander und sortieren, das ist blöd. So, der war ja leer. Alles gut. Da schieben wir alle rein. Dann gucken wir ganz kurz rein, wie viele es waren. 46. Da sind 64. Da müssen wir noch alles machen, ne? Zurück. Dann müssen wir erstmal den anderen voll kriegen, ne? Das ist ja ungünstig, ne? Wenn wir einen Stall noch halb voll haben und der nächste ist auch wieder halb voll. Will ich nicht, voll Stelle haben. Der Leere muss genauso versorgt werden wie der Volle, also der Halbvolle, ne? Das ist ja ungünstig, ne? Längerfristig gesehen will ich nur einen großen haben. Mal sehen wann, keine Ahnung. Ey, da. So lange bis der voll ist. Gut. Ah, erschöpft. Okay. Das ist logisch, ne? Erschöpft. Gut, da können wir dann die anderen Tiere auch noch holen, den 0,1 oder 0,0. Dann haben wir dann einmal Ruhe, ne? So, den Rest da rein. Den nächsten Schlachttiere. Füttert noch alles? Puh, viel Arbeit. Ja, genau. Ja. Wahnsinn. Krieg alle rein. Was voll. Mal vorne ersten Stall rein, ob da im Alter was passen würde. Naja, da sind 2-3 Kilo. Wir müssen ein bisschen warten. Wir haben ein paar bei. 2,2. Achso, ja gut, dann die 4 mal mit den 4. Die sind schon so weit. Ja, gut.
Wir kriegen ja auch schon Jungtiere. Ja, da muss man eigentlich definieren können. Maststall. Das heißt, da. Gut, wenn man einen Eber dabei hat, der ist ungünstig, aber die meisten sind ja kastriert. Jetzt wollen wir mal gucken. 0,7. Also. 0,7. Hier noch ein paar rein, ne? Nein, 0,2 wäre Quatsch. Null 4 wäre auch Quatsch. Also ist ja fast voll. Ne? Alles ist 6 rausgeholt. Und da haben wir auch noch ein paar. Da hat es aus, wenn wir da auch wieder Kerl weggekriegt haben. Ne? Ja, 1, 2 sehe ich da. Und noch weitere. Alles weiblich. Aber das wäre nicht so wichtig, das ist nicht so tragisch. Und die sind ja auch eine ganze Weile zu erkennen und vor allen Dingen. Bis hier die Kühe soweit sind, dass die Jungtiere kriegen, das dauert ja auch noch eine Weile. Halb ein bisschen länger. Ein bisschen Schlachtpreis sind auch. Im Stall passen ja 500 Tiere rein, also da ist nicht ganz so dramatisch. Das werden wir dann später machen. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich würde die Tiere jetzt wegfahren, auf alle Fälle nicht in der Folge. Und dann geht es ja weiter mit Umstall. Nicht unbedingt, ne? Nee. Dann werden wir füttern. Tschüss, eure Winkel, ciao. Jo. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, obwohl ich heute mit Schweine gefahren habe, ne? Die stinken, ne? Tschüss, eure Winkel. Und bis dann, ne? Tschüss.